Mit zwei Plakaten am Westend und wie hier am Theodor-Heuss-Ring erinnern Christel und Ludger Schierenberg in dieser Woche an den schweren Unfall ihres Sohnes Patrick. Wie Bocholt TV bereits berichtete, stürzte er vor 17 Jahren an der Münsterstraße mit seinem Roller und liegt seitdem im Wachkoma. Hier das Plakat aufgehängt, um die Leute nochmal aufmerksam zu machen und zu bitten, dass die Leute, die wirklich was gesehen haben, sich melden. Und dass Wachkoma wirklich keine Lobby haben. Wachkoma-Patienten wie unser Sohn. Und deswegen hängen wir das hier auf. Ähnliche Erfahrungen machte auch Sabine Lorenz. Nur 100 Meter von Patricks Unfallort entfernt erlitt ihre damals 19-jährige Tochter Vera am Neujahrsmorgen 2004 einen plötzlichen Herzstillstand. Auch sie liegt seitdem im Wachkoma. Man ist sehr alleine, zumal das auch in dem Sinne in den Orten, wo man erst hinkommt, Krankenhäuser, Intensivstationen, überhaupt kein Netzwerk gibt, wo man Hilfe erwarten kann. Und einem auch keiner sagt, was ist das jetzt, was passiert jetzt, was kommt, was bleibt. Das entwickelt sich alles erst später im Laufe der Zeit und ja, man ist alleine damit und da muss man sich durchbeißen, was die ersten Monate, Jahre vielleicht schwer ist, weil man ja nur auf das Kind fixiert ist und mal gucken, was ist, was macht sie. Und dann fängt man an zu arbeiten oder zu verarbeiten auch die ganze Sache, so wie jetzt auch Familie Schierenberg nach 17 Jahren noch, habe ich gedacht, alle Achtung, da jetzt nochmal von vorne aufrollen, das ist ein Kraftaufwand, aber die Kraft hat man vielleicht auch erst nach so langer Zeit. Wegen der für sie besseren Versorgung zogen Sabine und Vera Lorenz vor einigen Jahren nach Dienstlagen. Der neue Kontakt zu ihrer Heimatstadt Bocholt ergab sich erst jetzt nach dem Schritt der Schierenbergs an die Öffentlichkeit. Wir haben uns auch schon mal ausgemacht, ob wir uns nicht mal treffen, aber es kommt rein durch Internet, weil sie unseren Film gesehen hat und sie hatte mir vorhin gerade noch erzählt, dass ihr Vater oder hatte ihr die Bocholter Report gezeigt, weil die kriegt sie ja nicht, weil sie ja zurzeit auswärts wohnt. Ja, und hat dann dadurch gelesen und hat mich dann angemeldet. Und so haben wir Kontakt miteinander bekommen. Im Kampf um ein lebenswertes Leben und eine bessere Versorgung machen sie nun gemeinsam auf die Situation von Patrick und Vera und anderer Wachkoma-Patienten aufmerksam. Denn die Sorge um die Zukunft ihrer Kinder wächst, je älter sie selber werden.